Herzlich willkommen beim Motorradmagazin aus dem sonnigen Almeria, wo wir 30 Jahre Duke feiern. Unvorstellbar. Deshalb werden hier auch drei Modelle präsentiert, die fast alle ganz neu sind, zumindest unglaublich umfangreich überarbeitet. Angefangen bei der 390 Duke, dann heute Vormittag die 990 Duke und am Nachmittag auf der Rennstrecke die 1390 Super Duke, die noch stärker wurde, noch schneller und noch besser. Wie es mir mit ihr ergangen ist, was sie alles kann, das erzähle ich euch gleich. Willkommen zurück, KTM Duke. Ich meine, es gibt keine breitere und spektakulärere Naked Bike Palette und das liegt daran, dass KTM bei allen Kubaturen, angefangen von der 125er bis zur mittlerweile 1350er, dieselbe Entwicklungsarbeit, dieselbe Ernsthaftigkeit reinlegt und wirklich versucht, dass jedes Bike die maximale Dynamik erreicht, die maximale Fahrfreude bringt, und ich finde, das ist wieder mal bravourös gelungen. Die 390er war schon richtig spaßig, dann heute die 990er, das vielleicht beste Bike jetzt von den dreien, und eben die Super Duke, die auch noch mal besser wurde. Ich habe im 990er Video auch ein bisschen was dazu angemerkt, schaut es euch am besten an, schaut euch natürlich alle drei Videos an, aber heute und jetzt geht es um die 1390er, die jetzt 190 PS hat, und deswegen schauen wir uns jetzt gleich einmal das Bike ein bisschen aus der Nähe an und die technischen Daten. Und hier ist ja gleich der Reaktor der Super Duke, der V2 mit erweitertem Hubraum, 1350 Kubik, 190 PS bei 10.000 Umdrehungen und ein Spitzendrehmoment von 145 Newtonmetern bei 8.000. Und das kann man noch steigern, allerdings nicht mit diesem Slip-on Agrapovic, sondern natürlich mit der Komplettanlage, der Racing-Anlage, die auch großartig ausschaut. Die soll 8 bis 9 PS mehr bringen und das Drehmoment liegt dann bei 150. Gewicht 201 Kilo, da steht in den Unterlagen Ready to Ride, glaube ich, bei der 390er stand wirklich vollgetankt explizit. Das heißt, ich weiß nicht, ob der ganze Tank fehlt. Auf jeden Fall haben wir 201 Kilo Tankinhalt erweitert auf 17,5. Verbrauch 5,9. Der Rennstreckenverbrauch, den brauche ich jetzt nicht als Referenz hernehmen. Ich habe gar nicht geschaut, was wir braucht haben, wahrscheinlich 10 Liter. Also es macht wenig Sinn, das müssen wir dann auf der Straße testen. Der Sitz relativ hoch, bei der 390er haben wir ja den Sitz ein bisschen niedriger gesetzt und den Schrittbogen verkleinert, also sie wurde hier auch ein bisschen schmäler, weil sie soll natürlich möglichst einsteigerfreundlich sein. 820 mm sind es bei dem kleinen Bike, bei der 990er 825 und hier 834. Und dann haben wir natürlich das WP Apex Fahrwerk und zwar hier semi-aktiv. Die R, die ist dann hier einzustellen in Druck Stufe und Zugstufe, und das kann man auch bei der 390er. Hier haben wir wesentlich mehr Klicks, bei der 390er sind es 5 und bei der 990er. Der Einstellbereich ist aber genauso breit, das heißt, man muss aufpassen, wenn man hier Klick für Klick weitergeht, verändert man relativ viel, aber das spürt man sofort und das ist ein absolut großartiges Feature. Und hier macht das halt die Elektronik, 48 mm Upside Down. Und das Federbein natürlich auch semi-aktiv. Beim Federbein kann ich auch noch elektronisch dann die Vorspannung einstellen. Und zwar von 0 bis 100%. Der Jeremy McWilliams, der Testfahrer von KTM, hat dann gemeint, bei 35% ist so, ja, das Mittel, das ist so die Grundeinstellung, die passt. Ich hatte die Vorspannung allerdings am Schluss auf 80%, weil ich einfach mehr Stabilität am Vorderradl wollte, mehr Druck am Vorderrad, und das war auch die richtige Entscheidung, aber zu den Fahreindrücken komme ich gleich. 200er Hinterreifen, jetzt Michelin bereift, hier sind es Michelin Power GP, die Rennmaschine hatte dann Slicks montiert natürlich,
320er Scheiben vorne, Brembos, Dilema. Bei der 990er haben wir die Bremsen ein bisschen bekrittelt, sind etwas stumpf. Hätten wir uns mehr Biss erwartet, aber der folgt dann wahrscheinlich mit dem R-Modell, will ich mal sagen. Genauso die Brembo-Bremspumpe. Auch bei der Kupplung feine Brembo-Ware, beide natürlich verstellbar. Hier ist der Scheinwerfer, der für einige Kritik gesorgt hat, aber es schaut einfach geil aus, wie das alles freigelegt ist. Da spart man natürlich auch was, 700 Gramm. Und dieser Lichtkegel, der ist nicht so scharf, der ist nicht so kantig quasi, sondern der streut mehr, das soll für mehr Sichtbarkeit sorgen. Also es macht auch einen Sinn, dass das jetzt so ausschaut. Aber eben KTM, das habe ich bei der 990er schon gesagt, hat gemeint, sie sind keine Nostalgiker, die gehen immer in die Zukunft und die wollen einfach edgy sein und so quasi ein bisschen brutal. Und das kann auch die Gemüter spalten, das ist durchaus kalkuliert und gewollt. Fünfter und sechster Gang sind jetzt auch enger abgestuft, also hier auch am Getriebe eine Änderung. Rahmen wurde angepasst. Das ist bei den anderen Modellen genau so, allerdings bei den anderen Modellen noch umfangreicher als hier. Dann haben wir einen breiteren Kühler vorne und wie ihr seht hier diese Winglets, die sollen natürlich auch Druck aufs Vorderrad bringen, weil durch das Drehmoment und die Kraft, das Ding will natürlich nach oben. Da muss man immer schauen, dass man das Gewicht bewusst nach vorne verlagert, gerade beim Rausbeschleunigen. Aber das werde ich euch gleich erzählen, wie es mir auf der Rennstrecke gegangen ist. Es gibt dann auch noch einen Remus Slip-On. Schaut auch unglaublich geil aus mit diesem Gitter hinten. Aber soundtechnisch bringen diese Slip-Ons kaum noch was. Genauso wie bei der 90 Duke. Das ist also wirklich Kosmetik. Und mit der Racing-Anlage sollte man nicht unbedingt auf der Straße unterwegs sein. Ich schmeiße mich mal kurz in den Sattel, der wirklich viel Halt bietet, viel Grip. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie das auf der Straße ist nach 200 Kilometern. Ich kann eigentlich leider überhaupt keine Straßeneindrücke jetzt noch geben, aber das werden wir dann machen, wenn wir die Super Duke mit den anderen Power Naked Bikes vergleichen, mit den Hyper Nakeds, wie wir sie ja mittlerweile nennen, bei dieser Leistung. Baut natürlich auch ein bisschen breiter hier. Das ist wie bei der 990 Duke. Da hat man gemeint, man hat bewusst hier sozusagen ein bisschen mehr Fleisch hier verbaut, damit sich das Ganze ein bisschen potenter anfühlt. Also die ist nicht mehr so schlank, wie die 97er und 98er waren. Und hier merkt man das natürlich auch, dass hier mehr Masse ist. Der Motor natürlich auch vergleichsweise riesig. Also das ist da nicht ganz so schlank, aber ihr habt es gesehen mit 1,80, ich stehe hier gut oben. Die Geometrie passt mir auch, der Lenker passt mir auch besser, die Ergonomie wie bei der 990er. Aber ja, das Ding ist schon eine Herausforderung, das muss ich sagen. Sie wurde besser, die Kraftentfaltung ist einfach viel angenehmer, trotz dieser immensen Leistung. Und da ist es vor allem das Drehmoment, das schneller mal überfordern kann. Wir haben im Motor ja jetzt auch eine variable Ventilsteuerung, um die Fahrbarkeit einfach zu verbessern, um das Abrufen der Leistung einfach kalkulierbarer zu machen. Und wir haben natürlich dementsprechend viel Elektronik oben, sonst wäre das einfach nicht mehr fahrbar. Eine kleine Info war übrigens wirklich großartig von Jeremy McWilliams, der ist den Prototypen gefahren von der Super Duke und hat gemeint, da ist überhaupt keine Elektronik oben. Also das sind keine Helferlein oben und das ist auch das Mapping noch nicht so abgestimmt, das ist wirklich extrem ausgelegt. Also das wäre interessant, sowas einmal zu fahren. Wahrscheinlich fährt man es dann nicht lange, aber das hat man so taugt, das Ding einfach einmal ohne Elektronik. Aber schauen wir mal kurz ins Display, auch das möchte ich wieder kurz halten, weil die Einstellmöglichkeiten sind so absurd umfangreich schon, dass man sich lange damit beschäftigen muss und das kann ich einfach nicht ins Video packen. Dann schalten wir mal ein, Keyless, da sieht man schon 30 Jahre Duke. Ich habe leider noch nicht gefragt, ob das jetzt diesen Modellen dieses Jahres vorbehalten ist. Und ob das dann nächstes Jahr verschwindet, ich schätze mal schon. Light-Diagnostik, ich glaube, hier handelt es sich darum, dass der Scheinwerfer sich auf die Lichtverhältnisse automatisch anpasst. Und da wir auf der Rennstrecke unterwegs sind, ist das einfach deaktiviert. Dann gehen wir hier mal, das steht, dass der Seitenständer noch heraus ist. Und jetzt kann ich eben ins Menü gehen, ins Umfangreiche, da sehen wir schon Laptimer.
dann die Suspension, die Riding Modes, die Infos zum Bike, dann das, was... Ah, da 10 Liter. 10 Liter, ich hab's mir gedacht, ich hab's befürchtet. 120 Speed Durchschnitt, das war ja auch nicht so schnell. Jedenfalls gehen wir da mal in die Riding Modes rein und da wissen wir, da gibt's natürlich die Zusatzmodi, die freigeschaltet sind, einmal 1500 Kilometer und dann, wenn man sie braucht, kann man die optional dazu kaufen. Da sehen wir dann auch noch Performance Mode, also das die optionalen und dann Rain, Street und Sport. Und das beeinflusst natürlich die ganzen Helferlein hier. Dann sehen wir gleich den Slip Adjuster, ja, wie schräg will ich fahren. Ganz, ganz schräg oder nicht so schräg, das kann ich auch während der Fahrt dann anpassen mit Plus, Minus, mit dem linken Daumen, dem linken Zeigefinger. Ansprechverhalten natürlich, die Motorbremswirkung und dann steht Anti-Wheelie, da hat man gemeint, das ist jetzt, heißt jetzt nicht mehr Anti-Wheelie, steht aber noch so drin. Es ist jetzt eine Wheelie-Hilfe und da sind wir ein bisschen verwirrt, weil da steht schon Very High, das ist auf Very High eingestellt, aber da McWilliams hat gemeint, das ist dann eigentlich überhaupt nicht High. Da geht es auch darum, dass man Gas-Wheelies quasi einfängt, sanft, also das soll eher dazu dienen, dass auf der Rennstrecke das Vorderrad wieder auf die Straße kommt und nicht jetzt beim Wheelie fahren, also beim Wheelie lernen, weil ein Kollege hat es wirklich überdreht. Da hat die Wheelie Control irgendwie nicht reagiert, hat es eben schnalzen lassen und das hat ihn nicht eingefangen. Also da sind wir noch ein bisschen am Tüfteln, warum das passiert ist. Es ist wahrscheinlich wirklich ausgelegt auf Gas-Wheelies. Dann haben wir noch die Launch Control, ABS-Modi natürlich. Da gibt es den Supermoto-Mode, wo hinten das ABS deaktiviert ist. Die Traktionskontrolle. Quickshifter natürlich, Up-Down kann man auch abschalten. Und dann gehen wir noch mal raus, weil jetzt schauen wir uns natürlich noch die Suspension an. Da gibt es dann so Track-Modi, die haben es für uns vorher eingestellt. Sport Street Comfort für die längeren Reisen, Rain, Automatic und dann noch einmal drei konfigurierbare Modi. Also das ist ja schnell gewählt, die sollte man halt so regulieren, wie man es braucht. Dann gibt es eben die Vorspannung, da ist es auf 60%, das ist jetzt nicht mein Motorrad, da kann ich also auf 100 gehen, da sehen wir schon. Low, Auto Standard, ja, ich meine, das ist so wird es dann nicht ausschauen, glaube ich, wie ein Cruiser. Aber das soll das ja nur verdeutlichen, was sich da tut. Und da kann ich eben, also das hat der McWilliams gemeint, 35%, das ist so die Basis, von der man mal ausgehen sollte. Ja. Dann Anti-Dive ist hier nicht. Ich glaube, das kommt von der Reise-Enduro, wie es ausschaut, oder Super Adventure. Das kann ich hier jetzt nicht regulieren. Und dann gehe ich raus. Ja, wie gesagt, dann noch die Bike-Info. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf Track gehe, und jetzt gehe ich raus, da bin ich im Track-Modus. Da habe ich wieder die Schräglagensensoren. Ja, das kann ich mal, also am Ständer hat es 14 Grad und wenn ich jetzt draußen fahre, habe ich dann halt irgendwie über 50 auf der Rennstrecke, haben wir auch auf der Straße erreicht, darf man nicht zu viel drauf schauen, vielleicht die Anzeige besser, wird man nicht so abgelenkt und da sehen wir eben genau, wie die Elektronik eingestellt ist. Dann gehe ich noch einmal rein und dann kann ich hier nochmal Track 3 sehen, wie dieser Modus hier adjustiert ist und da kann man sich halt richtig spielen. Ja? Also da kann man wirklich schauen, wie das in der Kurve reagiert. Slide Damping, Shock Damping, Fork Damping, Acceleration Damping, Braking Damping, also alles. Also da muss ich dann wirklich in Medias Res gehen und da kann ich die Gabel auch noch soft, hard und alles einstellen. Und das halt wirklich immer in kleinen Schritten, immer aufpassen und erst einmal erfüllen, was hat sich jetzt verändert, was hat das Bike gemacht, fühle ich mich wohler oder weniger, passt zur Strecke, was auch immer. Also ja, deswegen, ihr seht schon, das kann ich jetzt leider alles nicht besprechen an dieser Stelle. Ich glaube, das wäre ein bisschen langweilig. Da rechts habe ich übrigens noch diese Wippe C1, C2, wo ich Funktionen drauflegen kann. Also auch das und da links dann noch der Tempomat. Aber jetzt einmal zu dem Fahrerlebnis. Almeria ist nicht meine Lieblingsstrecke, gelinde gesagt. Immer noch nicht, obwohl jetzt fühle ich mich schon wohler. Und das liegt daran, dass die Motorräder immer besser wurden. Also mit den Jahren habe ich mich hier immer wohler gefühlt.
zuletzt zum ersten Mal mit der BMW S1000 RR. Das war das erste Mal, dass ich gesagt habe, hey, das hat halt Spaß gemacht. Bin leider auch zweimal gestürzt hier, weil das eine wirklich diffizile Strecke ist. Wir hatten auch Leute da, sehr erfahrene Fahrer, Instruktoren, Rennstreckenfahrer, die brauchen hier wirklich Zeit. Ich habe das auch mal miterlebt mit einem mehrfachen Staatsmeister, das war ein Drama. Und dann denke ich mal, wenn man hier fahren kann mit einem Bike, wenn hier ein Bike gut funktioniert, dann funktioniert es fast überall. Und das war mit der Super Duke heute mehr der Fall als mit den letzten Generationen. Natürlich, die Reifen, auch wenn sie sehr gute sind, sind mit dem Drehmoment einfach sehr oft überfordert, auch mit den elektronischen Helferlines. Das ist alles sehr sportlich eingestellt. Das haben wir auch bei der 99 Duke auf der Straße am Vormittag heute gespürt. Also wenn man da Traktion auf 5, 6 hat, dann kann es immer noch sein, dass man ziemlich überrascht ist über einen Rutscher. Das ist eben typisch KTM. Das ist alles auf Performance ausgerichtet und nicht sehr milde. Also da kann man viel machen, bis einmal die Elektronik kommt. Auch beim ABS, wenn das aktiv ist, man denkt eigentlich gar nicht mehr dran. Das ist echt ein Wahnsinn. Also richtet sich dezidiert einfach an sportlich orientierte Fahrer. Und bei dem Modell ist es einfach so, dass man Erfahrung mitbringen soll, finde ich. Vernunft. Und man muss einfach dabei bleiben. Das merkt man schon. Also der erste Turn war so anstrengend, den habe ich abbrechen müssen, weil ich ja leider so ein bisschen Tennisarm, Golfarm Probleme habe. Allerdings nicht vom Golfspielen, bitte. Und von sonst, also eher vom Computer und vom Motorradfahren. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich kann jetzt nicht mehr bremsen, bin dann lockerer geworden. Wir haben ja da eine Gegengerade quasi, das ist ja die längste und schnellste Gerade hier. Und sich da runter zu bremsen, da braucht man echt schon ein bisschen Amorch. Obwohl die Bremsen, natürlich, die Hardware viel besser funktioniert als auf der 99 Duke, ist einfach höherwertig, schlägt sich natürlich dann auch insgesamt in Preisen nieder. Das heißt, beim Fahren immer konzentriert sein, und was man auch gesehen hat, das Motorrad reagiert schon relativ stark auf den Fahrer, auf die Fahrweise, auf die Körperhaltung. Es war nämlich interessant, beim letzten Mal, bei der 1290er noch, da gab es auch drei Race-Bikes und da war der Unterschied wesentlich größer in der Fahrqualität, wenn man so will, als hier. Also die Bikes sind ein bisschen zusammengewachsen, das spricht natürlich einerseits für das Serienbike, aber andererseits gab es so 50-50 zwei Lager. Die einen haben gesagt, na, das mit dem Race-Bike, das war viel besser, viel mehr Vertrauen. Und die anderen haben gesagt, naja, ich würde eher das nehmen. Und in meinem Fall wäre es tatsächlich die Evo mit Slicks. Ich glaube, da würde ich mich am wohlsten fühlen. Da kann ich auch die Einstellungen viel schneller treffen. Das Raceback hat halt quasi das mechanische Fahrwerk. Und da habe ich mich schon ein bisschen gespielt und genau gemerkt, aha, was tut sich, jetzt fühle ich mich besser, jetzt habe ich mehr Druck am Vorderrad. Ich bräuchte natürlich mindestens noch ein, zwei Tage, dass ich wirklich das dann so eingestellt habe, wie ich das brauche. Die haben wir nicht, die Zeit. Also da muss ich wirklich mich immer wieder entschuldigen. Es erwarten sich viele, alle Infos zum Motorrad, das können wir nicht bringen, weil wir sind überhaupt jetzt nur einen halben Tag gefahren und meistens fahren wir halt gerade einmal einen, vielleicht 200 Kilometer, 250 oder so. Und da wollen wir uns einfach nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Nur das als Hinweis. Ja. Wir müssen da ein bisschen vorsichtig sein, weil es kann sein, dass wir dann beim Test zu Hause und gerade bei den Vergleichen die eine oder andere Meinung zurückrufen müssen. Und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen halten wir uns bei manchen zurück. Also das bitte berücksichtigen, wenn ihr Steine und Eier und Tomaten auf uns werft. Bitte. Jedenfalls, sie tut schon noch viel vorne. Es ist besser geworden. Ich habe aber gemerkt, wir haben hier ein paar Kompressionen, weil es gibt so Hügel, über die man drüber kommt, meistens leider blind. Und dann geht das natürlich vorne, da steigert sich der Druck und dann hat ein bisschen das Vorderrad so leicht zu zittern begonnen. Da muss man dann eben achten, wie sitze ich drauf. Natürlich beim Beschleunigen noch viel mehr. Also das beruhigt sich fast nicht, wenn man da nicht richtig oben sitzt, wenn man auf die lange Gerade beschleunigt. So diese lange Rechtskurve, da muss man echt schauen, dass alles passt. Also ja, wie gesagt, immer dabei bleiben. Man sollte auch eher rund fahren, eher ruhig fahren. Wir haben zwar diese Power und man denkt sich, okay, da fahre ich ganz spitz, stell auf, zack. Aber da ist es halt ganz wichtig, das Bike in Kontrolle zu haben, und ich glaube, da muss auch der Fahrer entsprechende Qualitäten und Erfahrung mitbringen, dass er sich quasi nicht zu viel dann wieder zusammenhaut. Und es ist halt wirklich so, dass man merkt, oder ich rede jetzt natürlich von mir, dass viel
Drehmoment und so hier abgefangen wird und Leistung natürlich, dass das die Elektronik wieder zurückholt und die Pferde quasi wieder einspannt und sagt, ja, Moment einmal, weil wenn das alles auf die Straße käme, dann würde die Fahrt eben nicht lang dauern. Weil das ist so arg, es ist einfach argst, weil die 99er war halt zuerst unser Highlight, da haben alle gesagt, das ist eigentlich jetzt wirklich das beste Bike, da passt alles, das passt eben von der Leistung und die auszufahren ist schon sehr, sehr schwer, auf der Straße vor allem. Und das ist einfach so drüber, da darf man sich natürlich nicht wundern, wenn man viel Dynamik hat. Mit den Turns, mit dem Vertrauen, mit der Geschwindigkeit, die ich dann steigern konnte, habe ich auch hinten mehr Bewegung gehabt, habe auch immer wieder so diese Rutscher gehabt. Aber am Ende des Tages war es doch überraschend sicher und überraschend stabil, weil man würde sich erwarten, dass diese Leistung noch viel mehr Probleme bereitet eigentlich. Und da hat man gesehen, dass diese Adaptionen, die Feinarbeit, dass das alles schon wieder besser wurde. Aber es ist einfach immer noch das Biest. Es wird nie so fahren wie irgend so ein Vierzylinder, rein Vierzylinder-Bike oder so. Das ist, fährt einfach vielleicht ein bisschen präziser, das fährt ruhiger, da kann man vielleicht auch eine schnellere Rundenzeit erreichen. Aber da ist natürlich wesentlich mehr Action drin, das ist überhaupt keine Frage. Die Action muss man sich einlassen, weil ja, ich weiß nicht, wie lange es das noch gibt. Das ist, ich hätte nicht erwartet, dass es noch einmal stärker wird, ganz ehrlich, weil ich mir gedacht habe, das ist jetzt der Plafond erreicht. Aber offensichtlich nicht, weil KTM macht so lange weiter, solange es geht. Und mich würde es nicht wundern, wenn die nächste dann serienmäßig über 200 PS hat. Ich schätze mal, vom Hubraum würde es gehen. Aber es ist dann eben auf der Rennstrecke oft zu viel. Man muss sich auch selber ein bisschen zurücknehmen, muss eben ganz konzentriert fahren und sich nicht hundertprozentig auf die Elektronik verlassen. Und das haben wir eben auch bei der Wheelie Control gesehen. Es kann dich die beste Elektronik dann doch nicht irgendwann von einem Sturz bewahren. Weil wenn ich da zu schnell reinfahre und in der Rollphase zu schräg bin und das geht hinten weg, dann liege ich genauso, ja, und vorne auch. Aber das sind dann meistens Fahrerfehler und eins habe ich schon gemerkt, also heute gab es einen Sturz, ich weiß aber nicht mehr genau, also ich weiß noch nicht warum, von einem Fahrer, aber im Grunde passiert auf diesen Präsentationen nichts mehr. Das ist ein Wahnsinn. Wir waren ja mit der Street Fighter V4 genau da drüben, das ist eine zweite Rennstrecke, da war kein Sturz und da waren wirklich viele unerfahrene Leute, die glaube ich in ihrem Leben nichts über 100 PS gefahren sind, so aus dem asiatischen Raum und so. Es stürzt keiner mehr, das ist unfassbar. Ich sage ja dann immer, du kannst heute eigentlich nur mehr falsch abbiegen. Ja? Oder du kannst es halt wirklich übertreiben, ja? und das einfach unterschätzen oder vielleicht überschätzen, was die Elektronik dann doch kann. Das liegt am Ende immer noch am Fahrer. Aber die Action, die man erlebt, ist einfach unbeschreiblich. Sie ist einfach arg und man kann, glaube ich, am Red Bull Ring das testen mit einem Instruktor, der da dann die ganzen Tipps gibt, wo man dann auch... Mein Erd meint, da wird nicht so viel am Fahrwerk herumgedüftelt, weil das schwierig wäre, jeden einzelnen Kunden dann zu betreuen und zu schauen und das irgendwie herauszufahren. Also das ist dann ziemlich Standard, aber zumindest kann man das erleben, dieses Super Duke. Und wann, wenn nicht zum 30-jährigen Jubiläum. Auf jeden Fall alle drei Bikes richtig gelungen. Man hat gemeint, die 390er ist zu 90% neu, die 99er zu 96% neu und ich glaube, die ist zu 60% neu. Das mag jetzt jeder für sich bewerten, aber auf jeden Fall hat sich richtig viel getan und es sind alles Änderungen gewesen, die die Bikes einfach weiterbringen, fahrbarer machen, aber immer im Hinblick einfach auf die Action quasi, auf die Fahrdynamik und das ist, finde ich, das ist der Kern von KTM. Das ist einfach leiwand, weil ich habe mir gedacht, je mehr Elektronik kommt, umso weniger wird man spüren, umso weniger wird man können müssen und das gilt nicht. Da muss man schon mal auf was gesessen sein, was ein bisschen einen Bums hat, weil sonst wird es unlustig. Aber so ein bisschen dieser Kampf mit dem Motorrad, der gilt eigentlich nicht fürs Einlenken. Beim Umlegen, bei den Wechselkurven, Aufstellen und so weiter, fiel mir das eigentlich sehr leicht. Also ich finde, es geht sehr leicht übers Vorderrad. Aber eben in den Bremsphasen und beim Beschleunigen, da wird es schwieriger. Da muss man einfach lernen, mit dem Motorrad umzugehen. Aber das Handling an sich ist unvorstellbar einfach für diesen Monsterreaktor. Mit diesen
ja, mit diesen beweglichen Massen, dass das wirklich eine Kunst ist, das so hinzukriegen. Weil ich meine, das ist ja, das war, oder das könnte ein Cruiser-Motor sein von der Größe her. Also jetzt weiß nicht, ob das noch größer wird, der 1400, das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Und das in zwei Zylindern. Also dafür ist das großartig und vom Handling ist es okay, aber ich müsste eben noch mehr Einstellungen treffen und vielleicht sogar noch extremer, dass das Motorrad dann auch wirklich für mich passt und das werden wir vielleicht dann eben zu Hause herausfahren können. Auf jeden Fall, so, ich mache mich jetzt bereit für die Messe in Wels. Danach geht es zu BMW, noch einmal drei Modelle und danach geht es zu Honda, noch einmal zwei Modelle. Es ist unbeschreiblich, ich weiß nicht, wie ich das bewältigen soll. Deshalb entschuldigt es auch, dass die etwas verzögert kommen, die Videos. Aber wenn ihr sie alle sehen wollt, abonniert natürlich unseren Kanal. Wenn ihr die Testberichte lesen wollt, abonniert unser Heft. Und wenn ihr nur die Testberichte zu den Dukes lesen wollt, dann könnt ihr die auch einzeln abrufen und müsst nicht das ganze Heft lesen. Und falls ihr irgendein Heft versäumt habt oder versäumt, dann könnt ihr das auch nachbestellen. Auf unserer Seite www.motorrad-magazin.at und dort könnt ihr euch auch noch fürs Ladies Camp, so heißt es, und fürs Action Camp in Melk anmelden. Das wird bald ausgebucht sein, da könnt ihr dann ganz, ganz viele Modelle der verschiedensten Hersteller testen. Da bin ich leider diesmal nicht dabei, aber alle Teilnehmer waren bis jetzt, glaube ich, begeistert und deswegen jetzt reinschauen, jetzt anmelden. Das ist Anfang Juli, viel Zeit bleibt nicht mehr. Danke fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich. Jetzt gibt es noch irgendeine andere Action in der Box, hat man uns versprochen. Man hat gesagt, wir sollen Tanzschuhe einpacken, was immer das auch heißen mag. Und ich schaue mir das einmal an. Das filme ich aber dann nicht. Danke fürs Zuschauen. Ciao.